Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch mal eine Vanillesoße. Und zwar im Thermomix. Ich hatte die schon mal gemacht. War noch mit der alten Kamera. Und ich habe jetzt gerade eine, oder habe gerade einen Kläransatz gemacht für eine Brühe oder eine Ochsenschwanzsuppe. Und da bleiben natürlich Eigelb nach. Und zwar 8 Stück. Ja, wegwerfen wollte ich die nicht. Und Vanillesoße, die ist so ein bisschen haltbar. Ne? Das heißt, was brauchen wir dafür? 1 Liter Milch, den habe ich hier schon drin. Dann habe ich hier 8 Eigelb. Normal brauche ich nicht ganz so viel, aber schadet nichts. Dann wird noch ein bisschen cremiger, bevor ich das wegwerfe oder so. Dann habe ich hier 70 Gramm Zucker. Müsste ein bisschen nach Geschmack gehen. Dann habe ich hier eine Vanilleschote und das Mark davon. So, und hier die Schote. Die kommt auch mit da rein. So, dann mache ich noch, weil mir das in der Regel aus Erfahrung nie reicht, mache ich mir immer noch so ein bisschen Paste mit zu. So, dann habe ich einen richtigen schönen Vanillegeschmack. Und eine Prise Salz. Das sind die Zutaten dazu. Ich wiederhole nochmal. 1/2 Liter Milch, 8 Eigelb, eine Prise Salz, 70 Gramm Zucker und eine Vanilleschote. Das ist jetzt so ein Rezept von mir. Die haben das ein bisschen anders im Thermomix, aber das ist auch wurscht. Und jetzt werden wir das einfach aufschlagen. Wir haben jetzt alle Zutaten drin. Dann kommt jetzt einfach der Deckel drauf. So, das ist das Schöne am Thermomix. Sowas ist dann natürlich schnell gemacht und ich brauche nicht rühren, dabei stehen und sonst was. So, dann Deckel ist drauf, 10 Minuten bei 80 Grad, Stufe 2, ach ja, und links drehen, das ist ganz wichtig. Ja, dann füllen wir das nachher in heiße Flaschen um, heiße Flaschen, aber die Flaschen sind aufgespült, mit trockenem Wasser, damit das auch schön lange hält. Aber das werdet ihr gleich noch sehen. So, die Vanillesoße ist fertig. War 10 Minuten drin. Die Gläser habe ich mir mit kochendem Wasser ausgespült. Die Vanillesoße ist richtig cremig. Die fülle ich mir jetzt um. Und dann haben wir eine absolut leckere Vanillesoße. Die Schoten, die da drin sind, natürlich nicht wegwerfen. Oh, die zieht jetzt schon an. Dann müssen wir ja mal einen Schlag reinhauen. Ne? Gut, dann machen wir mal das Glas ganz voll hier. Ich hatte mal so schöne Gläser, aber die sind alle irgendwie weg. Jetzt fülle ich mir noch hier was rein. Die brauche ich alle gar nicht. Den drehe ich jetzt mal zu. Oh, das Ding ist richtig heiß. Müsst ihr aufpassen. Und dann stellen wir das Ganze auf den Kopf, damit das Vakuum zieht. Und jetzt kommt der Rest dann hier rein. Ich habe auf den Kopf gestellt. Hier ist noch die ganze Vanille drin und die würde ich natürlich raushauen. Ne? Die kostet ja richtig Geld. Dann könnt ihr sehen, die ganzen schwarz nehmen. Und das ist ja, Mensch, das geht ja gar nicht. Ne? Schmecken tut die auch. Ich habe sie nicht ganz so süß, weil ich sie nicht ganz so süß mag. Wenn ihr sie süßer macht, müsst ihr eben noch 20 Gramm Zucker mitnehmen. Aber sonst ist das eigentlich ein ganz gutes Rezept. So, die machen wir auch, drehen wir auch auf den Kopf. Voilà. Ich weiß gar nicht mit der Buddel, ob das funktioniert. Oder ob die hochkommt. Freunde, so schnell ist Vanillesoße.
ein Thermomix. Eigentlich ist es eine Sache von 10, 12 Minuten. Jetzt hat ein bisschen länger gedauert wegen der Filmerei, aber einfach schnell und gut. Gut, ich kann nur sagen, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen. Ich habe das schon mal im anderen Video, aber ich versuche sie so langsam alle auszutauschen, weil das mit der Qualität vom Schneckenhäse ist alles das Gleiche. Aber von der Bildqualität her nicht so, ne? Dann hatte ich noch eine alte Kamera oder altes Handy oder womit ich gefilmt hatte. Und das ist jetzt natürlich so besser und das ist ja Sinn der Sache. Ich mochte ja, dass das meine Lehrlinge und ihr auch alles richtig sehen könnt und dass meine Lehrlinge das auch richtig begreifen. Gut, die haben jetzt keinen so Thermomix, ne? In dem Fall ist das nicht gerade für die, weil auf der Arbeit haben wir keinen. Aber dann kocht man das eben und dann rührt man die ganze Zeit. Das ist ja nichts anderes. Milch rein, Vanille rein, Zucker rein und Eigelb kurz aufschlagen, mit Zucker vermischen. Dann im Prinzip wieder so bayerisch Creme. Fertig. Gut, okay. Das war's zu dem Thema Vanillesoße im Thermomix. Viel Spaß beim Nachmachen. Euer Arvid.